Ja, mein Name ist Wilke Möller. Ich trete hier im Wahlkreis 63 an als Direktkandidat. Bisher war ich zu meiner Person noch ein bisschen was gesagt. Ich bin seit 2013 politisch aktiv. Seit 2014 sitze ich im Kommunalparlament bzw. respektive in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt-Oder und bin seit 2019 auch Landtagsabgeordneter. Aber nicht für Wasser zuständig oder für Infrastruktur, sondern eigentlich für die Sicherheit. Weil ich als Polizeibeamter 30 Jahre aktiv war, habe ich mir dieses Ressort ausgesucht. Ja, liebe Mitbürger, liebe Freunde, seit Wochen bin ich im Wahlkreis 63 oder Spree unterwegs, um mit den Bürgern zu reden, ihnen zuzuhören, ihre Wünsche und Sorgen aufzunehmen. Und dabei kam immer wieder das Thema Tesla zu sprechen. Ich beginne mit einem wichtigen Satz, dem amerikanischen Universalgelehrten Benjamin Franklin. Er sagte einmal, wenn der Brunnen ausgetrocknet ist, erkennen wir den Wert des Wassers. Was Benjamin Franklin 1746 schon wusste, gilt erst heute recht. Meine Vorredner haben schon etwas gesagt zum Großprojekt, aber ich ergänze, die Sorge um das Wasser, die Sorge um das Trinkwasser ist begründet. Viele können sich nicht vorstellen, dass wir hier über ein Gebiet in Deutschland reden. Wir sind hier nicht in Afrika. Wir reden über Brandenburg. Wissen Sie eigentlich, dass aus dem Wasserhahn ausschließlich Grundwasser kommt? Und das ist eigentlich ein Novum. Brandenburg liefert seine Grundwasserquellen, bezieht sein Trinkwasser hauptsächlich aus Grundwasser. Mitten im Wasserschutzgebiet hat der Mast eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Eine Ausnahmegenehmigung für eine riesige Autofabrik. Wissen Sie, wie viel Wasser, ich habe das mal nachgesehen, wie viel Wasser die Fabrik zu guter Letzt verbrauchen wird im Jahr? So viel Wasser wie Erkner und Frankfurt-Oder zusammen. Riesige Mengen Wasser, und niemand weiß genau, woher es kommen soll, wird verbraucht werden. Auf die Frage, die ein Journalist dem Herrn Elon Musk mal stellte, sagte er, warum, da drüben wachsen noch Bäume. Diese Aussage passt zu unserer rot-grün-schwarzen Landesregierung. Ich finde das unsachlich, überheblich. Und so einen fragwürdigen Mann wie Herrn Mass überlassen wir nun das wunderschöne Stück Brandenburg hier in Grünheide. Und wofür das alles? Weil wir hier angeblich bis zu 40.000 Arbeitsplätze haben werden. Tausende von Arbeitsplätzen, von denen Sie alle vermutlich nichts haben werden. Denn Tesla schaut schon längst, und das habe ich von der IHK aus Brandenburg erfahren, schon längst in Polen und Osteuropa um da Arbeitsplätze zu gewinnen oder Arbeitskräfte zu gewinnen. Wir können davon ausgehen, dass hier keine Arbeitsplätze entstehen, die Einkommen garantieren, mit der die deutsche Automobilindustrie beliefert werden. Das heißt also, wir können damit ausgehen, dass ungefähr 4.000 Euro pro Arbeitsplatz verdient werden wird. Viel weniger als das, was zum Beispiel in Baden-Württemberg die Menschen bei Daimler bekommen. Tesla steht stellvertretend für die Lebenslüge aller verglühten Altparteien. Die E-Mobilität ist kein Beitrag zum Umweltschutz. Sprechen wir es deutlich aus. Die E-Mobilität schadet unserer Umwelt. Die Ökobilanz eines Elektroautos ist absolut desolat. Wenn Sie das mit einem Verbrenner mal direkt vergleichen, bei der Herstellung eines Elektroautos entstehen etwa doppelt so viel Treibhausgase wie bei einem Verbrenner. Das wird von der Tesla-Gemeinde sehr gerne verschwiegen. Eine Antwort auf diese Herausforderung, um unsere Umwelt zu schützen, sind in erster Linie synthetische Kraftstoffe wie Kerndiesel, aber auch der Wasserstoff wird in der Zukunft eine Rolle spielen. Und das alles, damit wir morgen noch Auto fahren können. Das favorisieren wir als AfD. Die Grünen treiben die CDU und SPD gnadenlos vor sich her. Und sie lassen es auch ohne und sie lassen es auch noch mit sich machen. In meinen Augen ist die CDU orientierungslos. Die SPD hat sich längst vom kleinen Mann verabschiedet und die Preise, die Spritpreise, das sehen Sie ja selbst, massiv erhöht. Die CDU und die SPD sind längst die Clowns im Zirkus der grünen Klimahysteriker geworden. Die AfD ist die einzige Kraft, die den Mut zur Wahrheit hat. Die AfD nennt die Probleme beim Namen. Bringen wir die Sache auf den Punkt. Es geht gar nicht darum, dass Sie alle in Zukunft Auto oder Elektroauto fahren. Es geht darum, dass die Normalbürger am besten gar kein Auto mehr fahren sollen. Der verhinderte grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck hatte im Landtagswahlkampf 2019 das deutlich gemacht in Frankfurt-Oder, und ich habe genau zugehört,
Wir werden auf den Straßen in Zukunft viel weniger Autos fahren sehen. Die Grünen wollen größtmögliche Verkehrsvermeidung. Das heißt übersetzt, Alena Baerbock und ihre Helfershelfer werden mit einem 100.000 Euro teuren Tesla durch die Gegend fahren und Sie als Normalbürger dürfen in Zukunft mit einem Lastenfahrrad Ihren Kasten Wasser holen. Sie sollen in Zukunft schauen, wie Sie mit einem überfüllten Regionalexpress zur Arbeit kommen. Und wir hatten das ja jetzt neulich gehabt. Frau Noddenbacher steigt ja auch, unsere Gesundheitsministerin steigt ja auch auf den Verbrennermotor um, wenn die Strecken etwas länger werden. Wie das die Normalbürger machen sollen, Fehlanzeige. Und da sage ich, so nicht mit uns. Als Kanzlerkandidat werde ich später, werde ich mich dafür einsetzen, dass unsere individuelle Mobilität erhalten bleibt. Das ist unsere bürgerliche Freiheit. Diese Freiheit der Bürger haben wir uns über Jahrzehnte hart erarbeitet. Ich werde diese bürgerliche Freiheit verteidigen. Beim Thema Tesla ist nicht nur das Wasser ein Problem, schauen wir uns die Infrastruktur an. Schon heute versinkt Erkner im Verkehrschaos. Vor kurzem hat die IAK angemahnt, wo bleibt denn die Umgehungsstraße? Ja, das frage ich mich auch. Warum schon wieder wird der dritte von dem ersten Schritt gemacht? 30 Jahre SPD und nichts aus den Fehlern von Vergangenheit gelernt. Cargolifter, Lausitzring, Milliardengrab BER und es geht immer so weiter. Ein Flop nach dem anderen. Und Tesla hat das Potenzial, all diese Flops der Landesregierung zu übertreffen. Das Großprojekt Tesla entsteht mit vorläufigen Genehmigungen. Es wird Zug um Zug werden Tatsachen geschaffen. Schutz des Grundwassers und die Grundwasserversorgung, großes Fragezeichen. Naturschutz, ebenfalls großes Fragezeichen, es ist ja jetzt alles möglich. Und wer wird für die Schäden aufkommen, wenn das ganze Projekt scheitert? Tesla hat in den letzten 17 Jahren keine Gewinne eingefahren und erst jetzt im ersten Quartal konnte ein Gewinn verbucht werden. Aber nicht durch den Verkauf durch Autos, sondern mit dem Handel von Abgaszertifikaten und dazu noch CO2-Zertifikate und dazu kommen noch Gewinne aus den Bitcoin-Spekulationen. Auch der hohe Aktienkurs von Tesla füllt die Kassen. Aber das zeugt nicht von Nachhaltigkeit. Der Ernst der Situation ist zu wenigen Menschen bewusst. Deswegen appelliere ich an Sie, sprechen Sie mit Ihren Freunden, Nachbarn, Kollegen über dieses wichtige Thema. Vielleicht denkt es einer von Ihnen oder alle von Ihnen, dass die CDU darauf die richtige Antwort wäre. Aber damit belügen Sie sich selbst. Die CDU wird ins Koalitionsbett mit den Grünen steigen. Machterhalt, Postenschacherei, das treibt die CDU und die Grünen im Wesentlichen an. Ihnen, liebe Mitbürger, wird keiner helfen. Die Grünen nicht, die SPD nicht, die CDU nicht. Und wenn ich das so im Landtag beobachte, stelle ich immer wieder fest, dass die Freien Wähler und die Linken im Konzert der rot-schwarzen grünen Regierung mitschwimmen. Deswegen verspreche ich Ihnen, wer schwarz wählt, wird sich grün ärgern. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt zur Wahrung der Vernunft, der bürgerlichen Werte und der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie nur eine Alternative, das sind wir. Ich fordere Herr Michael Ganschow von der Grünen Liga Brandenburg e.V. und Herrn Steffen Scholz von der örtlichen Bürgerinitiative auf, sich von der AfD nicht zu distanzieren, sondern mit uns zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, mein Name ist Wilko Möller, ich stehe für Gespräche zu bereit. Ich bin Ihr Direktkandidat. Ich werbe um Ihre Erststimme. Als Familienvater sage ich Ihnen auch, überlassen Sie nicht unser Land denen, die nichts dafür empfinden. Und an Herrn Elon Musk richte ich folgende Worte, er spricht ja kein Deutsch. This is our country, this is our rules. Mein Wahlkampfteam steht jetzt Ihnen zur Verfügung für Fragen. Ich danke Ihnen, vielen Dank.